Ja, hier Bombenladen. Können wir Sekiro leider keine Tasche kaufen. Und habe ich auch nicht vor. Shop einfach nur. Nutze ich eigentlich auch nicht. Habe ich nie gebraucht. Bis auf, nachdem ich Spiel durch hatte, alles auffüllen. Und Kuriositätenladen. Brauche ich eigentlich auch nur ein einziges Mal im Spiel. Ansonsten könnte ich da Rubine machen, indem ich seltene Sachen verkaufe. So. Bleib stehen. Es tut auch nicht weh. Es klebt nur ein bisschen. So. Und. Oh nein, erwischt. Ach ja, rechts ist übrigens Postbotenamt und links müsste Dojo sein. Dojo, ja, Dojo. Oh nein, erwischt. Ich nehme schon mal den Kugelschreiber und den Stift hier, um mir den Code zu markieren. Du bist hier nicht gut drauf für deinen Deko-Kerl. Wärst du nur ein Mensch, dann könnte ich dir ein Notizbuch geben und dich zu einem vollwertigen Mitglied machen. Was denkt ihr, Leute? Auf keinen Fall, keine Dekos. Tja, wir haben einmal ein nichtmenschliches Kind aufgenommen und junge Jungen haben wir das bereut. Tut mir leid. Ihr redet vom Horror-Kid, oder? Ja. Aber ich versprochen, verrate ich dir den Code. Ich werde ihn aber nur einmal sagen. Also pass gut auf. Bist du bereit? Zwei. Boah, schneller. 2514. Ah, der Code lautet 25143. 25143. Der ist wichtig. Der Eingang zu unserem Versteck befindet sich in Ost-Unruhstadt. Ich weiß da, wo das andere Rotzgirl rumstand. Richtig? Ja. So. Oh, wir haben es 1 Uhr Nachmittag. Okay, 1:30. So. Kann ich eigentlich irgendwas machen ohne. Okay, ohne normale Form. Ich könnte jetzt noch das Deko-Spiel. Stimmt, das Deko-Spiel könnte ich machen, aber. Das mache ich erst später, wenn ich genug Rubine habe. So. Kleiner Lack. Wenn du hier vorbei willst, musst du mir den Code sagen. 2 5 1 4 3. Gut. Oh, das stimmt. Du kennst den Code. Das heißt, du bist ein Mitglied. Okay, du darfst passieren. Tassieren, oh Gott. Neues Wort. Tassieren. Es gibt jede Menge cooles Zeug im Haus dieses Sterntypen. Oh, und er ist die Bruderschaft der Bomber. Also, das sind potenzielle neue Amokläufer. Diese 6 Kinder. Und zwar nicht die Gamer, die Counter-Strike oder sonst was spielen. Ich rede nicht von mir. Ich rede von sehr vielen anderen. Obwohl, Counter-Strike könnte ich echt irgendwann mal vielleicht mal spielen. Soll ja, glaube ich, gut sein oder so. Oder zumindest relativ vielen bekannt. Relativ. Ein paar Millionen bestimmt. Hallo Skulltula, dich ignoriere ich einfach mal. Ah, oh, Mano. Ich wollte dich abschießen von hinten. Da war es Horkit und hat einen Ballon von sich da gelassen. Friss das Ballon. So. Mein Gott, ich will einen PC haben. Ich hasse das Gelage langsam. Und ich will endlich mal nach über einem halben Jahr Sonic Generation zocken. Okay, ich hab's gezockt schon. Die ersten 3 Level. Das Lustige ist, ich habe auch den ersten Zwischenboss besiegt. Mit 10 FPS. Das macht mal einer nach. Kann ich machen? Ja, kann ich. So. Magievoll. Zu dir komme ich gleich. Vogelscheuche. Regenbogentreppe. Ui. Ich bin high. Nein, ernsthaft hier drinne wird man irgendwie high bei den ganzen Farben. Oh, eine Träne. Und ich spoilere jetzt einfach mal ganz fies. Eine Mondträne. Hallo, alter Kauz. Sieh an, welch ein merkwürdiger Geselle kommt da in mein Haus. Bist du ein neuer Freund der Bomberbande? Auf jeden Fall scheinen deine Manieren wesentlich besser zu sein als die von diesem Rabauken, das letzte hier war. Das hat er beantwortet, das brauche ich nicht zu sagen. Dieser ungezogene Unruhestift hat gesagt, er würde meine Instrumente zerstören. Er sagte, er würde meinen Mondträne stehlen, ich konnte ihn nicht aufhalten. Jetzt ist er wohl in der Nähe des Uhrturms und sorgt für Unruhe. Willst du einen Blick durch mein Teleskop werfen? Ja, locker, Alter. Ich mag dich irgendwie. Bist du sympathisch. So. Ab zum Uhrenturm. Jetzt zeigt er mir gleich seinen Arsch, aber guckt erstmal nach oben. Aha. Und. Oh nein, eine Mondträne fällt runter. Okay, Mond und was Blaues, was runterfällt. Eine Mondträne. Das hat kurz gelackt wieder. Ich entschuldige mich jetzt schon für alle Lachs, die irgendwann mal auftauchen. Aber. Ich kann da nun mal nichts dran machen und ich mag es, so aufzunehmen. Ja, okay, zu Let's Play.
Ja, klar, jetzt. Achso, da ist auch ein Mond. Ins Post-Smash Bros. Melee damals hatte ich immer in diesem Level Angst, wenn der Mond runterkam. Sowieso ein Angsthase. Ah nein, jetzt habe ich wieder auf 6 gedrückt. Vielleicht ist eine weitere Mondrede zur Erde gefallen. Geh durch das. Geh durch diese Tür und schau dich draußen um. Ich frage mich, wie dieser Störenfried auf das Dach des Uhrenturms gekommen ist. Der einzige Weg nach oben führt durch eine Tür, die sich nur am Vorabend des Karnevals öffnet. Danke für den Tipp. Und das wusste ich sowieso. Nein! Lalalalalala. Auf einmal ist meine Stimme sehr jung geworden und ich kann nur noch ein Wort. So, da ist die Tür, die ich aber nicht als Tür identifizieren würde, wenn da kein Türknopf wäre. Und, was war das? Wieder ein Lack? Ja. Du hast die Mondträne gefunden. Eine unwillkürliche Schönheit geht von diesem Edelstein aus. Interessiert mich aber recht wenig. So, und wieder rein ins Haus. So. Ich will eigentlich das Speeden vom Emulator nicht benutzen, aber das spart so dermaßen viel Zeit, wenn man auf bestimmte Sachen wartet. So, machen wir dich nochmal kaputt. Jetzt kommen wir zu dir. Yo, hey, Baby, ich bin ein ich bin eine wandernde Vogelscheuche auf der Suche nach schöner Musik. Die Zeit wird wie im Flug vergehen, wenn du mit mir tanzt. Wenn du willst, Baby, dann lass uns die ganze Zeit, oh, Hilfe. Es ist 16:30, kann nicht mehr. Wenn du willst, Baby, dann lass uns die Zeit vergessen und bis in die Nacht hinein tanzen. Wollen wir tanzen? Ja. Oh yeah, vergiss Gevatter Zeit und lass uns tanzen. Ah, verlorene Wälder, Lost Woods, Sarias Song. Da habe ich einfach mal kurz die Klappe gehalten und mitgetanzt. Mitgesummt im Kopf. Das dürfen wir jetzt noch ein paar Mal machen, damit die Zeit schneller vorbeigeht. Oh yeah, wie war das? Hä? Die Zeit verging wie im Flug, ich könnte ewig weitermachen. Wenn du Lust hast, dann lass uns die Zeit vergessen und bis zur Dämmerung tanzen. Yep, das machen wir jetzt ganz weiter, bis er nicht mehr will. Und er sagt noch dasselbe. Oh, jetzt bin ich aus dem Takt. Und ich lasse es so lieber gleich sein, denn, ach ja, Dämmerung des zweiten Tages, aua, es lag, warum lag das eigentlich? Das ist nur ein schwarzer Bildschirm. Oh yeah, wie war das? Ach ja, ich glaube dasselbe. So, ja, wir wollen weiter tanzen. Ich überlege gerade, ob ich in diesem 4:3 Format, ja, 4:3 Format mache, in dem links und rechts zwei schwarze Balken sind. Oder ob ich es wie bei Super Mario 64 in die Länge ziehe. In die Länge ziehen finde ich an sich schöner, weil dann sind halt diese dämlichen schwarzen Balken nicht da. Aber dann sieht Link fett aus. Und ich meine fett. Aber wenn ich Balken da lasse, sieht es hässlich aus. Und ich bin kein Grafiker und auch kein Grafikdesigner, in dem ich schön irgendwas da an die Seite ran machen könnte. Also es würde hässlich schwarz sein. Ja, er sagt dasselbe. Stimmt, ich könnte auch mal weiter drücken. Wollen wir tanzen? Ja, wollen wir. Ja, ich lasse sein. Aber ich werde wahrscheinlich 10.000 Mal bei jeder Melodie mal mitsummen. Das muss man sich leider antun. Da kann ich nicht anders. Aua. Warum lag das eigentlich? Das ist bei 30 FPS. Und jetzt bei 17 und trotzdem ist jetzt flüssig. Der Emulator backt rum. Oder es liegt am Spiel, weil es sowieso nur so programmiert war. Dann willst du mir das in die Nacht hineinpassen? Ja, will ich sogar. Wer ist überhaupt Gevatter Zeit? So. Oh, mittlerweile habe ich 3 Parts. Oder 4 Parts. Ich glaube, ich mache 10 Minuten Parts. Dann habe ich für gute Tage mal was. So, noch des letzten Tages bleiben 12 Stunden. So. Oh ja, ja, ja. Jetzt will ich noch was anderes sagen. Aber mir scheint, da draußen ist nun alles irgendwie gefährlich. Verschwinde aus der Stadt. Pass auf dich auf. Ich kenne ein geheimnisvolles Lied, mit dem du den Fluss der Zeit manipulieren kannst. Oh. Möchtest du etwas darüber erfahren? Nein. Oh, das ist zu schade. Dann vielleicht für später. Also, ich sag's jetzt einfach schon mal. Wir lernen gleich die Hymne der Zeit wieder in unseren Gedanken.
So viel spoilere ich jetzt einfach mal. Und wenn wir das halt, wenn wir jede Note zweimal spielen, also zweimal rechts, rechts, AA, runter, runter. AA. Also einfach, normalerweise ist es ja rechts A, runter, rechts A, runter und dann halt immer doppelt die Note, die man gerade hat. Dann lässt man dadurch immer einen halben Tag direkt vergehen. Und wenn man es rückwärts spielt, also runter A, rechts, runter A, rechts, war es richtig? Ja, war es. Dann verlangsamt man die Zeit. Also meine Theorie ist, man hat im Normalfall 72 Minuten in einem Durchgang. Halt, 1 Stunde, 1 Minute, so ungefähr habe ich es mal abgeschätzt. Plus, minus 5 Sekunden, 10 Sekunden, so. Ja, die Stadt ist leer, weil alle abgehauen sind, weil alle feige sind. Und würde ich auch machen. Und jetzt kann ich sowieso mir erstmal Zeit lassen. Denn jetzt kann ich Zeit eigentlich nicht mehr speeden und so weiter. Um ein bisschen reden. Mit dir rede ich aber nicht, mit dir habe ich schon mal geredet. Und ja, darum habe ich auch die Theorie, dass ich gut 1,5 Stunden Zeit habe, wenn ich Zeit verlangsame. Man muss rechnen, man geht ins Menü, man wechselt Items und Masken dann aus und man ist in Cutscenes und man redet mit Leuten. Also man kann sagen, 2 bis 3 Stunden hat man dann meist. Und jetzt muss ich zu dir, Kumpel. Dazu gehe ich mal ins Inventar und lege das mal auf C runter und reden mal mit dir. Es ist auch, wie habe ich denn mal gesprochen? Den habe ich offensiv laut gesprochen. Es ist äußerst fraglich, ob der Karneval wirklich stattfinden wird. Vielleicht sollte ich den Laden schließen, um mich nach einem Geschenk für meine Frau umzusehen. Ich hörte von einem Stein, den man Mondrinne nennt. Sein Glanz soll strahlender sein als Sternenstaub am nächtlichen Himmel. Sternenstaub. Da, Super Mario Galaxy ist also her. Ah. Ja, okay, Nintendo. Beides von Nintendo, ja. Wenn du einen solchen Stein hast, würde ich ihn dir gerne abkaufen. Meine Frau würde sich bestimmt freuen. Als Gegenleistung biete ich dir meinen Platz hier an, inklusive Dekoblume. Aber Logo, den nehme ich auch gerne. Ah, dieser Stein, du musst ihn mir geben. Ich biete dir sogar meinen Platz hier an, inklusive Dekoblume. Na, wie wär's? Das hast du gerade gesagt. Oh. Nettes Gimmick, kann man so nennen. Er kniet sogar und bettelt mit seinen Händen. Sehe ich jetzt erst.